Zehntausende demonstrierten in München gegen das geplante bayerische Polizeigesetz, viel mehr als erwartet. Hermann macht Lügenpropaganda dafür verantwortlich. Diese hätte wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, macht Lügenpropaganda für den starken Zulauf zu einer Großdemonstration gegen das geplante bayerische Polizeigesetz verantwortlich. Ich bin vor allen Dingen überrascht davon, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat, sagte Herrmann im Bayerischen Rundfunk. Zu der Demonstration hatte ein Bündnis von mehr als 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Parteien aufgerufen. Sie rechneten nach eigenen Angaben zunächst mit einigen tausend Demonstranten. Doch es gingen am Donnerstag deutlich mehr Menschen auf die Straße. Die Polizei sprach von 30.000, die Veranstalter sogar von mehr als 40.000 Teilnehmern. Sie warfen den Befürwortern des umstrittenen Gesetzesvorhabens einen massiven Angriff auf Demokratie und Grundrechte vor. Die Kundgebung verlief nach Polizeiangaben friedlich. Änderungen an dem Gesetz erwartet Herrmann trotz des Drucks der Öffentlichkeit nicht. Er gehe davon aus, dass wie geplant am Dienstag die letzte Lesung stattfinden werde und der Landtag dann auch mit Mehrheit zustimmen werde. Als Aufgabe der Landesregierung sehe er nun, den Menschen die Inhalte besser zu erläutern. Wir müssen den Menschen noch viel stärker erklären, was wirklich in dem Gesetz steht und was blanker Unfug ist, sagte er. Proteste laufen seit mehreren Wochen. Die Sorgen der Kritiker, dass mit dem Gesetz auch unbescholtene Bürger ins Visier der Polizei geraten könnten, teilt Bayerns Innenminister nicht. Da wird alles in einen Topf geworfen, als ob von bestimmten Maßnahmen jeder Bürger jetzt ständig betroffen sein könnte. Davon kann überhaupt keine Rede sein, sagte Herrmann. Für ihn bringt das Gesetz für die Bürger viele Vorteile. Es ist eine Verbesserung des Datenschutzes, des Rechtsschutzes, aber auch der Sicherheit der Menschen in unserem Land. Demonstranten auf dem Marienplatz. Die Demonstration am Donnerstag war der Höhepunkt von seit mehreren Wochen landesweit laufenden Protesten. Die Kritiker machen vor allem geltend, dass der in dem geplanten Gesetz verankerte Begriff der sogenannten drohenden Gefahr der Polizei neue Kompetenzen gebe und theoretisch eine unendliche Haft ermögliche. Das Bündnis NOPAK, das zu der Demonstration aufgerufen hatte, hatte sich vor rund 4 Wochen gegründet. Das Spektrum der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ihm angehören, reicht von Parteien wie SPD, Grüne, FDP und Linke über Fußball-Fan-Projekte und Jugendverbände bis hin zu linksgerichteten Organisationen wie der autonomen Antifa München und der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Münchner Oberbürgermeister spricht sich gegen Gesetz aus. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, lehnt das Gesetzesvorhaben ab. Ich habe nicht den Eindruck, dass es einer Veränderung bedurft hätte, sagte Reiter der Augsburger Allgemeinen. Reiter erwartet demnach zudem, dass das Gesetz bei einer Verfassungsklage scheitern wird.
Ich glaube auch nicht, dass das rechtlich halten wird. Der Münchner Stadtchef bezeichnete die Pläne der CSU-Landesregierung als überzogen. Datenabfragen ohne konkreten Verdacht halte ich für deutlich übertrieben, ich würde es schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ablehnen. Er glaube nicht, dass solche gesetzlich verankerten Befugnisse wirklich notwendig seien, jedenfalls nicht in München und für die örtliche Polizei. Reiter verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die bayerische Landeshauptstadt die sicherste Großstadt Europas sei. Wir haben gerade den ganz aktuellen Sicherheitsbericht bekommen und haben in allen wesentlichen Verbrechensfeldern tatsächlich einen nennenswerten Rückgang zu verzeichnen, sagte er.